Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe ein tolles Plätzchen gefunden für ein Live-Video. Ich zeige euch gleich, wo ich bin mit meinem Hundespaziergang. Ein Ort, wo ich auch noch nie lang gelaufen bin. Voll die Power von der Natur. Schaut mal hier. Es ist windig. Ich muss mich nachher dann vom Wind verstecken. So. Also es ist einfach wunderschön hier. Und auch das Wetter, die Aussicht, die Ruhe, obwohl hier gerade eigentlich viele Leute unterwegs sind, ist hier tatsächlich ein Plätzchen, wo noch nicht so viel los ist. Und das hat mich dazu inspiriert, euch dieses Video zu machen. Wo ist deine wahre Power? Und wir sind hier, um diesen Ort, diesen Zustand, dieses Bewusstsein, diese Wahrheit von unserem Sein zu erfahren, zu finden und es zu erspüren. Und je mehr und mehr wir es erspüren, je mehr und mehr wir diese Kraft in uns spüren, desto mehr können wir loslassen, desto mehr Vertrauen haben wir in diese Power. Und diese Power ist da, die ist immer da. Und wir fühlen sie nicht, weil wir uns oft äußeren Umständen ausgeliefert fühlen. Und es gibt so krasse äußere Umstände. Und damit lernen, umzugehen, zu wissen, was diese Umstände sind und uns nicht von ihnen beeindrucken zu lassen, nicht, dass wir nicht zulassen, dass äußere Umstände unsere Power minimieren oder fast schon gar wegnehmen. Unsere Power ist die Power, ich sage es immer gerne, die ganz alleine unser Herz zum Schlagen gebracht hat. Hallo Jana. Unser Herz zum Schlagen gebracht hat. Wir haben nichts dazu getan, dass das so entstanden ist. Und diese Power ist uns gegeben worden. Es ist uns verliehen worden. Und wir sind hier, jetzt, in diesem Leben, in dieser Welt, um diese Power wieder zu finden und zum höchsten Gut, zum höchsten Wohl, für die höchste Liebe, für die höchste göttliche Idee anzuwenden. Und das können wir eben nur, wenn wir voll drinstehen, wenn wir voll diese Position einnehmen, wenn wir uns so voll ermächtigen, dass wir wissen, alles ist in unserer Kraft und Macht. Das heißt eben auch, volle Verantwortung zu übernehmen. Aber nicht in dem Sinne zu sagen, ja, ich habe das gemacht, das ist, ich muss bestraft werden, weil es nicht so ist, wie ich es eigentlich wollte. Nein, volle Verantwortung zu übernehmen heißt zu sagen, okay, ich sehe etwas, ich nehme etwas wahr in meinem Königreich, in meinem Imperium, in meiner Welt, in meinem Universum, was nicht der höchsten göttlichen Idee entspricht. Ich nehme das wahr und ich transformiere es. Ich transformiere es ganz, ganz tief in mir, in meiner Vorstellung. Ich spüre die neue Wahrheit so fest in mir, dass es wahr ist, genauso wahr wie die Bäume, die du jetzt hinter mir siehst. Dass du das genau so wahrnimmst vor deinem inneren Auge, was du möchtest. Und dass du quasi mehr mit deinem inneren Auge siehst. Das heißt ja, das dritte Auge aktivieren. Und wir wissen so oft nicht, wie wir das machen sollen und was das bedeutet. Aber es bedeutet nicht, dass da uns ein Auge wächst, sondern es bedeutet, dass wir nach innen sehen, dass wir die Bilder im Innen sehen, die wir im Außen später sehen möchten. Dass wir tatsächlich, das gibt es auch diesen Gaze-Blick, ja? Wenn ich jetzt umdrehe und da sehe ich jetzt meinen Hund da sitzen, und ich kann doch so lange auf meinen Hund schauen, bis ich eine ganze Geschichte, eine ganze Story über dieses wunderbare Leben dieses Hundes, ihr Gefühlsleben, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse, das kommt alles aus mir heraus und wird auf diesen Hund projiziert. Und so
ist Kreation, so ist Schöpfung, so passiert Heilung. Heilung ist nur eine Transformation der Realität, die ich wahrnehme. Und das ist meine Kraft. Ich hoffe, jetzt windet es wieder so. Das ist meine Kraft, das ist meine Power, das muss ich mir erlauben. Ich muss mir erlauben, die Dinge, die mein Auge sieht, anders zu interpretieren, mit anderen Geschichten zu versorgen, mit anderen Wahrheiten zu versorgen, mit anderen Zusammenhängen zu versorgen, die mir es erlauben, die Realität so zu sehen, wie ich sie sehen möchte. Und genau das ist das Problem, weil uns das Gegenteil beigebracht worden ist, dass wir realistisch sein müssen. Und all diese Sachen, die uns Grenzen zeigen, die uns Grenzen suggerieren, die müssen wir in unserem Kopf transformieren, weil das ist nicht wahr. Wir sind ein grenzenloses Wesen, wie können da Grenzen sein? Wie kann da begrenzte Macht sein, wenn wir die Allmacht haben und die Allmacht sind? Das sind nur Stories. Ja, aber warum ist so viel Elend? Warum sind Leute, die so dumme Entscheidungen treffen? Warum gibt es all dieses Leid, das ich sehen kann? Weil diese Vorstellung da ist. Aber wir müssen nicht einsteigen. Ha, jetzt bin ich rausgeschmissen worden, aber da bin ich wieder. Also, wir müssen nicht einsteigen auf all diese Geschichten des Leides, auf all diese Geschichten des Mangels, auf all diese Geschichten des Schmerzes, sondern die Wahrheit dürfen wir finden. Und es gibt nun mal nichts Wahres, außer das, was wir wahr machen. Also, mach dich auf den Weg nach deiner Wahrheit. Mach dich auf den Weg nach deinen Ansichten. Und das zu kreieren, was du Spaß hast. Und ich mache morgen Abend einen Workshop, Gratis-Workshop, um Geldblockaden zu lösen mit dir. Aber hier geht es eben nicht um die Geldblockaden per se, sondern hier geht es um Denkblockaden in Bezug auf Fülle. Das ist so wichtig. Und natürlich sind dann detaillierte Ansichten auch, die du trägst, wie Geld entsteht und wie Geld zu dir kommen kann und so weiter und so fort, die eben aus einer Mangelüberzeugung stammen. Und diese Mangelüberzeugung möchte ich gerne mit dir aufdecken und transformieren und dich in den Raum der unendlichen Fülle mit hineinnehmen und dir zeigen, wie du nicht nur Geld, sondern alles andere aus diesem Raum heraus kreierst. Ich freue mich auf dich, melde dich an. Ich poste dann noch den Link, den findest du, wenn ich das jetzt auf YouTube poste, findest du das in den Beschreibungen unter dir und auf Facebook in den Kommentaren. Also ich freue mich auf dich. Bis morgen.